So, damit auch anderes Recording hier. Herzlich willkommen beim Taskforce Empire 20% oder auch Leaders Call genannt. Heute hat sich Ilya auf jeden Fall bereit erklärt, einen Part für uns zu droppen, weil wir ja alle wissen, was momentan so das Goal ist tatsächlich. So, wir sind ja momentan alle drauf und dran, wirklich auf Mickeys Chairman hinzuarbeiten. So. Und ja, da wird Ilya jetzt auf jeden Fall auch noch ein paar Punkte dazu sagen. So, wir haben uns da vorher ein bisschen abgestimmt. Was jetzt auf jeden Fall wichtig ist, die nächste Zeit, um ja gegebenenfalls bis allerspätestens Barcelona, aber am besten bis zu seinem Geburtstag, den Chairman auf jeden Fall reinzusmashen. Und so, ich glaube, ich müsste eigentlich absolut nichts über Ilya sagen, so, weil jede einzelne Person hier auf jeden Fall Ilya kennt. Sami sehr vorbildlich, schon mit dem Notizbuch auf jeden Fall am Start. Ich habe es auch schon aufgeschlagen. Yes, und warum? Warum macht man das eigentlich? Also, wenn ich irgendwas von Ilya höre oder sehe, ist immer so mein erster Gedanke, so shit, Notizen. Weil dieser Typ wirklich für mich auch, so allgemein hier das Ganze wirklich menschlich gemacht hat, so das ganze Business. Ich glaube, wenige kennen diese Story, aber nachdem ich gestartet bin, ich bin am 2. Juli 2020 gestartet und 5 Tage danach ist er Chairman gegangen. Ich weiß noch, wir hatten da so eine Telegram-Gruppe und da hat Daniel Zubix damals eine Videonachricht so irgendwie früh um 6:30 oder 6:30 oder so reingeschickt, so Leute, es ist dann so, und das war für mich extrem, extrem heftig, weil ich das halt bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht kannte, so überhaupt gar nicht wusste, was da abgeht. Jetzt, wenn ich im Nachhinein nochmal drüber nachdenke, war das auf jeden Fall richtig, richtig heavy. Ich habe mich auch von ein paar Sachen einfach an ihm inspirieren lassen oder von ihm inspirieren lassen. Ich meine, wer ihm auf Insta folgt und regelmäßig seine Storys schaut, er hat vor ein paar Monaten mal was in seine Story gepostet, dass er in den letzten 3 Jahren im Durchschnitt am Tag 6 Stunden Personal Development gehört hat. Und das hört man auch in so vielen Edifyings. Ich habe es noch nicht erlebt, aber zum Beispiel Marvin hat erzählt, dass sie mal irgendwo in einem Hotel waren, zusammen in einem Zimmer und Ilya duschen gegangen ist und man aus der Dusche so halt irgendwie Personal Development gehört hat. Und das ist einfach extrem, extrem krass. Das hat mich persönlich auch inspiriert, weil ich am Anfang, als ich gestartet bin, immer so mir so dachte, ja, dieses Personal Development, so ja, so eine halbe bis eine Stunde am Tag, das geht ja. Aber er ist einfach der lebende Beweis dafür, dass wenn man das Ganze halt wirklich ernst nimmt und wenn man hier wirklich Gas gibt, wenn man auch ja eben die erforderlichen Sachen tut, auch Sacrifice, so ich meine, der eine oder andere kennt auch Bilder von seinem Chairman Run, wo er wirklich so wie gefühlt wie ein Strich in der Landschaft war. So, mittlerweile hat er wieder gut aufgebaut. So ein Strich in der Landschaft, einmal mit so Augenringen bis zum Boden gefühlt, oder die hat er sich schon hinter sich herziehen müssen. So. Und ja, was halt auch einfach das Thema Sacrifice betrifft, ja, ein sehr großes Vorbild für mich und hat mich halt auch einfach zum Nachdenken gebracht in gewissen Situationen. Ja, halt jetzt nicht einfach so daran zu denken, so was ist jetzt mein Muss, so wie könnte ich jetzt meine To-Dos heute schreiben, dass ich morgen quasi das und das mache, sondern dass man sich halt einfach in PD und lauter solche Sachen einfach wirklich komplett reinfuchst und da auch komplett Gas gibt. Und deswegen, Ilya Bro, bist auf jeden Fall schon am Start. Ich würde dich jetzt auch einfach mal entmuten, sofern du dann, ja man, safe. Okay, perfekt. Dann auf jeden Fall danke, dass du dir jetzt hier für uns die Zeit nimmst, Bro. Und dann würde ich sagen, let's crush it, oder ich gebe gerne mal, ja, perfekt. Yes, perfekt, let's go. Geil, dann danke ich dir erstmal, Bro, für deine Worte, auf jeden Fall, für die Einladung auf diesen Call. Yes, ich hoffe, euch ist es gut. Okay. Ich habe so vorhin gehört, hey, das sind 20 Leute, ganz kurz, falls mit dem Internet irgendwie laggt, weil ich hier in links Portugal nicht das beste Internet habe, aber jetzt sollte es gehen, oder? Passt es? Okay, easy, ich lege das ja nicht mehr dorthin. Aber jetzt, Leute, Internet ist nicht so das Beste, aber wir machen das Beste daraus. Aber Leute, lasst uns wirklich jetzt schauen, vor allem, dass wir wieder vorangehen. Okay, das ist so der allerwichtigste Punkt überhaupt, den ich verstanden habe, damals gehen kann und damit irgendwo, wie denn? Oh, schlecht, passt es besser ohne Cam, oder? Weil normalerweise sollte es klappen hier. Ich weiß nicht, warum es gerade so abschmiert. Naja, ich gucke mal, wir versuchen es noch einmal. Wenn es abkackt, dann machen wir ohne Cam. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass wir jetzt wirklich verstehen, was es heißt, als Leader voranzugehen. Weil ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Als ich damals gestartet bin, wusste ich, dass ich ein Leader werde. Okay, ich wusste, dass ich Chairman gehe. Ich wusste, dass ich hier was Großes aufbauen werde. Und diese Zuversicht, okay, diese Sicherheit brauchst du jetzt auch in deinem Leben.
Okay, und Leute, müsst ihr euch überlegen, Mickey hat zwei Likes, die einfach extrem krass und extrem groß sind und die overpowered sind für den Chairman Ten und die sind already done, so, das ist fertig. Das heißt, Leute, Mickeys Chairman Ten hängt von uns ab, von euch. Okay, dann realisiert das mal. Das heißt, egal was du gerade denkst, egal was gerade abgeht in deinem Leben, ihr wisst selber, was er alles getan hat für das gesamte Team, nicht nur für dich oder nicht nur für das Team, sondern vor allem für Teams auch außerhalb. Leute, ich finde es krass. Der Grund, warum es so viele P2Ks gibt, so viele P5s gibt bei Empire, ist einfach unter anderem wegen ihm. Weil er eine Sache reingebracht hat, und das ist Devastation, okay? Das ist die Aufgabe gewesen, einfach Leute in die Ranks zu hitten und zu ballern. Und er hat das Ganze gemacht bei so vielen Ranks, wovon er keinen Nutzen hatte. Leute, er war nachts um 1, 2 Uhr nachts dabei in Calls bei anderen Ranks außerhalb seines Teams, um diese Leute in die Ranks zu hauen, um diese Leute in die P2 und die P5 zu bringen. Und das finde ich bemerkenswert. Okay, das ist für mich ein True Leader. Das ist eine Person, die nicht darauf schaut, wie es ihm geht, was er für Vorteile daraus hat. Sondern er macht das Ganze aus Liebe und diese Meditation zu geben, anderen Leuten die Celebrations zu geben vor allem. Weil wir wissen selber, so wie wir andere Menschen celebraten, so werden wir automatisch das Ganze back bekommen, so werden wir auf ein neues Level kommen. Das heißt, dieses Business besteht aus einem Push-Pull-Business. Das heißt, wenn du lernst, deine nächste Upper in den nächsten Rank zu pushen, automatisch ist der Leg dann. Automatisch hast du den nächsten Rank. Automatisch läufst du in die Richtung des Erfolgs. Weil überleg mal, wenn der Shoutout kommt von Mickey jetzt und wir haben uns alle daran beteiligt, wir haben alle dafür Gas gegeben, wir haben alle daran irgendwas gemacht, Leute, dann ist es nicht Mickeys Chairman, das ist euer Chairman. Das ist euer Chairman. Und das ist ein geiles Gefühl, wenn jeder von euch daran beteiligt ist. Okay? Und das finde ich extrem krass, weil meine Aufgabe war es auch damals, einen Marvin in den 10 zu bringen, einen Marvin in den 25 zu bringen. Und das ist der Grund, warum wir als Gesamt-MY dastehen, wo wir gerade sind. Weil wir nicht daraus gehandelt haben, wie es uns geht, was für uns am besten ist, sondern wir haben danach gehandelt, was ist für meine Upline am besten, weil ich wusste, wenn ich meine Upline aufs nächste Level bringe, bringe ich mich aufs nächste Level. Automatisch wächst mein gesamtes Team. Und das ist vielleicht jetzt deine Aufgabe, wo du dich darauf vielleicht fokussieren musst. Okay, vor allem jetzt mit der Promotion, Leute, und zwar mit der Double Rush Promo, wo Leute gerade für 165 Euro starten können. Leute, das ist ein Schnäppchen, Leute, das ist nichts. Leute auf der Straße verdienen das Geld im Monat, okay? Und Leute können dafür eine Autosche bezahlen. Das ist, Leute, wir haben wirklich alles, was wir brauchen, um jetzt große Teams aufzubauen. Aber eine Sache ist wichtig, dass wir das wirklich als Unity machen, dass wir das wirklich als Team machen, dass wir wirklich bereit sind, diesen Weg zusammenzugehen und nicht alleine. Weil wir wissen selber, wenn zwei oder drei Leute zusammen in eine Richtung laufen, ist nichts so möglich. Okay, deswegen ist es wichtig, dass wir uns jetzt zusammen hinsetzen und zusammen als ein Team in diese Richtung laufen. Dass wir gemeinsam bereit sind, diesen Weg zu gehen. Gemeinsam bereit sind, dort nochmal noch mehr Gas zu geben, als wir jemals getan haben. Eine Stunde mehr am Tag Calls machen. Okay, eine Stunde mehr am Tag fokussieren darauf, neuen Menschen das Business zu zeigen. Weil es gibt nur zwei Arten von Produktivität. Und zwar selber neue Leute zu starten und deinen neuen Leuten zu helfen, neue Leute zu starten. Das sind die einzigen zwei Wege, die du hast, um produktiv zu sein. Okay, das sind die einzigen zwei Wege, die du hast, um irgendwo Resultate zu erzeugen. Nur dadurch. Okay? Und deswegen lass uns auch darauf fokussieren, genau diesen Weg zu gehen gemeinsam, dass wir uns darauf fokussieren, das zu tun jetzt. Und genauso auch Meetings zu machen, Home-Events und so weiter und so fort. Dass es wirklich hinsetzt und euch fragt, wen kann man noch launchen im Team? Ja? Und es gibt immer Leute, die man launchen kann. Ihr selbst könnt noch gelauncht werden. Ihr selbst habt noch Möglichkeiten zu launchen und nochmal Gas zu geben, nochmal jeden anzurufen, nochmal jeden anzuschreiben. Genauso auch Reaktivierungen, dass wir wirklich gucken, wer ist inaktiv im Backoff ist. Ruft die Leute an mit einem Hendrik zusammen, ruft die Leute an mit einem Mickey zusammen, reaktiviert die Leute. Okay, macht Listen ready. Okay, und damit werden wir merken, dass wir automatisch irgendeinen Push haben und dann wird das alles Step by Step kommen. Klar, Leute, nicht zu aggressiv alles aufbauen. Ich denke, alles kommt dann, wenn es kommen muss und alles kommt zu seiner richtigen Zeit, wenn es soweit ist. Aber wir haben einen sehr, sehr krassen Faktor, und das ist, dass wir das smart angehen können. Irgendwo wird alles mit der Zeit kommen und wir können auch smarter arbeiten, wo Dinge relativ schnell kommen können, wo Dinge schneller kommen können als gedacht. Okay? Deswegen lass uns diesen Weg gehen, lass uns dazu committen vor allem. Aber dafür müssen wir besser werden. Okay, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass du bereit bist, die extra Meile zu gehen. Nicht nur in deinen Persons, nicht nur in deinen Calls, sondern vor allem, wie krass du dich selber entwickelst. Weil ich wusste damals, wenn ich zu den Top 1% gehören will, muss ich irgendeine Entscheidung treffen und das lernen, was die Top 1% gelernt haben. Und was sie gelernt haben, waren Mentorship Calls, was sie gelernt haben, waren Building an Empire, das Buch zu lesen. Okay, die ganze Building aufbauen, lernen. Das heißt, du musst lernen, vor allem von deinen Skills her besser zu werden. Okay, das ist ein sehr entscheidender Faktor, dass du von deinen Skills her dich jetzt verbesserst, dass du von deinen Skills her auf ein neues Level kommst. Okay, von deinem Kunden her, von deinen Follow-ups her, von deinen Präsis her. Also eigentlich von allem her, wo du jetzt entwickeln kannst, dass du dich fragst, wo bin ich noch nicht so gut drin? Welche Dinge kann ich noch nicht so gut?
Und dann gibt es diese Dinge. Es gibt Dinge, die du noch nicht so gut kannst. Es gibt Dinge, die du verbessern kannst. Es gibt Dinge, wie zum Beispiel das Ending, du bist nicht so gut. Du hast eine Story, die noch nicht so gut zieht. Ja, und so weiter und so fort. Das heißt, arbeite vor allem in dir an diesen kleinen Punkten, dass du in dir ein gewisses Fundament aufbaust. Weil in dir, wenn in dir das Fundament steht, wird es für dich relativ simpel sein, auch darauf etwas aufzubauen. Okay? Und deswegen, Leute, was jetzt wichtig ist, ist einfach, put your head down and work. Okay, das ist das Wichtigste, dass wir jetzt im Workflow, dass wir am Hustlen sind, dass wir wirklich zusammen all in gehen, dass wir zusammen mit Mickey all in gehen vor allem. Klar, es braucht irgendwo Zeit, wir sagen jetzt nicht, hey, wir geben alles und alles andere und wir lassen alles liegen. Nein, natürlich geben wir Vollgas, natürlich, aber manchmal brauchen Dinge seine Zeit. Manchmal müssen Dinge vielleicht ein bisschen Zeit, manchmal brauchen Dinge gewisse Zeit, damit es irgendwann ein Momentum gibt, damit irgendwann ein Durchbruch kommt. Aber was natürlich schön wäre, Leute, wir haben den 18. Januar, dass wir bis zum 29.01. den dann machen, Leute, überlegt mal, wenn wir uns jetzt darauf fokussieren, alles zu reaktivieren, selber aktiv zu sein, das heißt, wenn du selber als Leader aktiv bist, dazu Möglichkeiten findest, wenn du alles gibst in Bezug auf Leute einzuschreiben, Listen zu machen und der Rank steht am 29.01. Leute, das ist das beste Geburtstagsgeschenk, was wir Mickey geben können von seinem gesamten Leben. Ja, Mann, das ist das beste Geburtstagsgeschenk überhaupt. Und dann ist es nicht nur sein Geschenk, es ist unser Geschenk. Und Leute, glaubt mir eine Sache, ich freue mich über seinen Rank mehr als irgendeinen Rank, den ich jemals gemacht habe. Okay, und das ist krass, weil ich einfach weiß, was für eine Arbeit dahinter steckt, weil ich einfach weiß, was für eine Hingabe dahinter steckt und wie krass Mickey sich verändert hat als Person, sich in eine Richtung entwickelt hat, wo man denkt, ey krass, Leute, Mickey ist eine der kompetentesten Personen überhaupt, die ich kenne. Er ist eine der Personen, die am meisten Skills drauf hat, von allen P5Ks, die ich kenne. Das ist, Leute, ihr habt einen absoluten Leader an der Hand. Wichtig ist aber, sind für uns zu nutzen, dass sie lernt, ihm zuzuhören, dass sie lernt, coachable zu sein. Und das ist sehr wichtig, weil manchmal haben wir viel zu viel Access zu Informationen, dass wir nicht mehr lernen, diese Dinge zu schätzen. Okay, deswegen lernen es diese Dinge, die Mickey dir gibt, das Mentorship zu schätzen und wahrzunehmen. Okay, das ist so ein wichtiger Punkt, weil das sind Nuggets, die sind heftig. Okay, du lernst von ihm Dinge, auch über das Mindset, über die Psychologie. Die Leute glauben mir, das sind krasse Dinge, die einfach dein gesamtes Leben außerhalb vom Business auf ein neues Level kriegen. Deine gesamte Persönlichkeit, alles verändert sich. Und diesen Mehrwert müssen wir appreciaten. Und appreciaten tun wir das damit, indem wir das umsetzen und Gas geben. Indem wir einfach in Umsetzung kommen. Das ist die beste Appreciation, die wir geben können. Indem wir einfach umsetzen und machen. Okay? Und ich denke, das gebührt mir definitiv. Das können wir geben. Wenn wir was geben können, definitiv das. Extra Meile zu gehen. Deswegen, wenn du noch Leute hast, die noch nicht richtig eingearbeitet wurden, einarbeite die. Mit Hendrik zusammen, mit Mickey zusammen. Launch die Leute. Okay, ruf die an mit Mickey zusammen. Hey, bam, und Mickey wird die Leute closen darauf, dass sie bereit sind, auch Gas zu geben, dass sie bereit sind, aufzubauen. Genauso, wenn Leute starten, arbeite richtig nach System, einarbeite richtig nach System, launch richtig nach System, okay? Macht Einzelpräse, so viel es geht. Lasst uns wirklich qualitativ arbeiten, dass jeder, ich weiß nicht, wer von euch ist P6 about? Ist außer Henrik. Ist sonst noch irgendwer? Nur du, ne? Okay. Ist jemand close to P6? Ist jemand zwei, drei Personen fern von P6? Wer von euch ist zwei, drei Personen fern? Vier Personen. Irgendwie sowas. Drei Leute. Okay, nice. Vier Leute, okay. Okay, easy. Geil. Das heißt, wenn du jetzt gerade da bist, okay, Leo, vier. Okay, geil. Das heißt, Jungs, wenn ihr gerade da an dem Punkt seid, wo ihr drei, vier Leute entfernt seid, dann lernt ihr jetzt schon die Skills, die ihr braucht. Okay, wir arbeiten jetzt qualitativer. Lernt die Skills, die ihr in P6 braucht. Okay, fangt jetzt an zu präsentieren. Fangt jetzt an. Leckt es? Nee, klappt. Okay, easy. Fangt jetzt an zu präsentieren. Macht jetzt Follow-ups anzumachen. Ja, fangt an, Einzelpräsis zu machen. Meistert Einzelpräsis. Die Leute, die wirklich auf dem besten Weg zum P6 sind und ihr merkt, hey, ich habe eigentlich die Kompetenz, okay? Was macht ihr? Ihr fangt mit Einzelpräsis an, ihr fangt mit Präsis an, ihr fangt mit Einarbeitungen an, dass einfach ein bisschen mehr dupliziert werden kann, dass einfach ein bisschen mehr Qualität reinkommt. Glaubt mir, das wird einen sehr entscheidenden Punkt geben und vielleicht ist das sogar der letzte Step, der dich dazu bringt, P6 zu gehen. Vielleicht ist das der letzte Step, den du brauchst, um P600 aufzubauen. Okay, das ist extrem geil. Und deswegen, lasst uns gucken, dass wir das machen, weil dann kann Hendrik euch Dinge auch dementsprechend einfach auch übergeben. Und Hendrik kann auch gerne dann den Leuten, die ganz kurz davor sind, auch die Einarbeitungs-, die Daten schicken für die Leader Zone of Empire, für die eigentlich für P6 EBAF gedacht ist. Und ihr könnt jetzt schon rein und jetzt die Skills lernen. Euch alles runterladen, euch anschauen, lernen und anhand des Videos euch das Ganze anschauen und dann umsetzen. Und das könnt ihr gerne machen und dann könnt ihr vorbereiten drauf und dann direkt anfangen. Und dann direkt umsetzen, weil der beste Weg zur Perfektion ist Umsetzung. Das ist Practice. Ja, Practice makes perfect. Das heißt, wenn du jetzt einfach umsetzt und in Umsetzung kommst, automatisch wirst du besser. Okay? Und deswegen, weil Theorie
wird euch nicht, Theorie alleine bringt nichts. Theorie ist nur zum Anschauen einmal, wichtig ist die Umsetzung da, praktizieren. Ja, genauso wie im Auto. Du wirst nicht besser im Auto fahren, wenn du Theorie lernst, sondern wenn du praktizierst. Und genauso auch hier, wenn es um Skills geht, musst du Practice reinbringen. Und deswegen schaut wirklich, dass wenn ihr das jetzt macht, jetzt schon euch Skills aneignet, die vielleicht noch nicht für eure Level sind, dass ihr das wirklich lernt und umsetzt. Weil das kann euch definitiv auf ein neues Level bringen. Ihr werdet mehr Autorität aufbauen, eure Kompetenz wird steigen, eure Confidence wird steigen und damit werden wir auf jeden Fall relativ schnell den Rank dann machen können. Eure Ranks, aber gleichzeitig auch den Chairman-Ten. Okay? Deswegen, Leute, lasst uns dazu committen. Lasst uns wirklich das Commitment setzen, gemeinsam, nicht alleine zu machen. Genauso, Leute, holt euch Bücher, holt euch ein Network Bootcamp, studiert diese Dinge. Wichtiges Study, dass ihr besser werdet, dass wir kompetenter allgemein werden, das gesamte Team. Eure Partner auch, nehmt die in die Hand, ruft die durch. Es ist wichtig, dass das Geschäft aus Hingabe aufgebaut wird. Dass hier Hingabe herrscht, dass man hier bereit ist, Gas zu geben gemeinsam. Okay? Prospekte überall, wo es geht. Mach Stories auf Instagram. Okay? Überall, wo du kannst. Rede mit Leuten und so weiter. Überall, wo du kannst. Okay? Aber dafür müssen wir bereit sein, alles zu verlieren. Weil die Leute glauben, meine Sache, dieser Sacrifice lohnt sich so hart. Und ich würde euch dazu ganz kurz ein Video zeigen. Der eine oder andere hat es gesehen. Aber dass ihr kurz reinhört in das Ganze. Ich teile kurz mein Bildschirm, könnt ihr kurz reinhören und dass ihr einfach mal zuhören könnt, was er sagt. Deswegen hört genau zu. Macht dich darüber Gedanken. Leute, glaubt mir, das kickt im Mindset, dass ihr einfach mal, bam, einen Schlag ins Gesicht kriegt, wie ich es bekommen habe. Ich teile kurz mein Bildschirm. Lass uns das gerne ganz kurz gemeinsam anschauen, einfach zu realisieren. So, hey, krass, ich mache mir viel zu wenig. Eigentlich könnten wir auf ein viel größeres Level kommen. Dass wir einfach mal realisieren, dass wir den Trainees hier jetzt hassen müssen. Einer oder andere hat es gesehen. Nein, ein anderer aber vielleicht nicht, deswegen mache ich es kurz an und ich das gerne kurz an. Not many people give them the credit for that. I think that they built this empire. I agree, but what the fuck does that have to do with you? It has nothing to do with me, I know. No shit. Remember how I don't know if you saw this where I said stop looking at your friend's shit or whatever the fuck I put on Instagram? Yeah. I don't know if you saw it or not, but it doesn't matter. You looking at the Kardashians is the most ludicrous horseshit I've ever heard in my life. Well, that's just the first thing that could pop into my head. Great. Give me another. Listen, we're here. We're here. Give me another one. There's a guy in London. I can't think of his name at the top of my head. I'm gonna stop you right now. Okay. Let me give you some. I was gonna say fatherly, I guess my father is 40. No, I'll give you some massively older brother uncle advice. You ready? Okay, yes. Every second you spend thinking about what somebody else has is taking away from time that you could create something for yourself. Yeah. You're losing. You're losing because you're laying in your bed looking at somebody's fucking glamorous photoshopped picture of them doing something cool and you're envious and you're jealous and you're impatient and it's crippling your upside. Yeah, because that's where I want to be and I know I'm not there yet. You haven't done shit. I know. So go do shit that actually gets you there so that you earn it instead of like you dwelling that you're not there and hoping something's going to happen. I don't know what's going through your mind. Yeah, well, I guess I'm hustling on the side, but I don't think I'm doing enough, I guess. You definitely aren't doing enough if you have enough time to fucking consume the content of a Kardashian and some boy in London. That's true. Taylor, listen to me. Taylor, listen. You've got to deploy patience and you've got to love the process. The process of the battle scars, the setbacks, the lack of, you know, Taylor, I gave up my entire 20s, all of them. Imagine not doing anything fun or going anywhere for the next 8 years, including Saturday and Sunday. That's what I did from 22 to 30. Every day I spent 15 hours a day in a liquor store. Thought about. Machen wir kurz 10 Sekunden zurück. That's what I did from 22 to 30. Every day I spent 15 hours a day in a liquor store, thought about a liquor store, built a liquor store, sold wine, like spent every day. Like this last weekend, don't lie to me, Taylor. What did you do this last weekend? What did you do fucking Friday, Saturday, and Sunday? Tell me the truth. Don't bullshit me. Yeah, no bullshit. I'm helping my mom right now on digital media and branding for her company. Love you. And so I had a marketing meeting with one of the people doing that. Love you. And then I also. How much time did you have? How much time did you have for yourself on Saturday and Sunday that was not working every minute? Tell me the truth. A lot. I know. So that's the punchline, right? Now imagine this, when I tell you this. You spent more downtime on not your career this weekend than I did in my entire 20s combined.
Oh shit. Okay. That puts things into perspective. I think so. Awesome. I think so too. Yeah, I need to just get to it. Taylor, you need to do me a huge favor. If you really want to win and you want to come to New York in 8 years and shake my hand, here's what you need to do. You need to stop giving a shit about what anybody else has and realize that if you put your head down and just work for the next 10 years, no glamour, no new fucking car, suitcase, jewelry, trip, event, no Coachella, no fucking new fucking sneakers, like fucking work, you will have it. And every time you care about one of the things I just mentioned, it will slow down your process of having it. Okay. Bam. Okay. Und das, wenn Leute das ist, man müsste nicht das, was wir wollen. Und das ist krass. Ich hätte selber gesagt, du hast in den letzten Wochen Zeit verschwendet, nicht an deinem Business zu arbeiten, als ich in den letzten 10 Jahren. Das ist heftig. Okay, das ist heftig. Das heißt, irgendwo realisieren wir, dass wir viel zu wenig tun manchmal. Okay, dass wir viel zu wenig tun. Das heißt, Leute, wenn wir uns wirklich darauf konzentrieren, okay, genau zu wissen, was wir tun, die Skills zu verbessern, die Skills anzupassen, dann die Calls machen, einfach ballern, Leute, dann ist es so schnell dann. Dann bringen wir das Lake von, keine Ahnung, 45 auf 100 in 2 Wochen, weniger als 2 Wochen. Leute, das Ganze ist machbar, aber wir müssen es wollen, das ist wichtig. Jetzt lass uns in der Gruppe kommunizieren, lass uns zusammen aufbauen, lass uns gemeinsam Gas geben. Wenn ihr irgendwelche krassen Leute habt oder irgendwo Präsis braucht von mir, wo ihr sagt, hey, das ist vielleicht irgendwo ein bisschen, braucht man ein bisschen mehr um zu closen, schreibt in der Gruppe, markiert mich. Ich habe ein paar Präsis am Start, dass wir damit Fett aufbauen können. Und dann, Leute, machen wir diesen Rank dann. Okay? Ich bin echt zuversichtlich, dass wir das machen können. Wir müssen aber wollen, wir müssen es gemeinsam machen, gemeinsam networken, gemeinsam Gas geben und damit irgendwo was kreieren, was davor einfach nicht machbar war. Okay, das ist crazy. Also, lasst uns das Commitment setzen, Leute. Ich bin auf jeden Fall ready. Wenn du mich brauchst, sag Bescheid. Ich denke, ich gebe Hendrik nochmal kurz das Start. Nutzt auch ihn gerne, Leute. Nutzt den Value von Mickey, auch den, der kommt, dass wir das umsetzen, wirklich machen, dass du heute sagst, hey, I put my head down and I work. Okay? Und das ist das, was unsere Aufgabe ist. Deswegen, Bro, Hendrik, ich gebe dir auf jeden Fall nochmal das Wort. Hat mich auf jeden Fall gefreut, hier am Start zu sein. War mir auf jeden Fall eine Ehre und freue mich dann auf die nächsten paar Tage und Wochen auf jeden Fall. Macht sich gerne Abend. Ciao, ciao. Yes, du dir auch, Bro. Nochmal danke für deine Zeit. Auf jeden Fall ein sehr, sehr wilder Part. Yes, Leute, also das war wirklich extrem nice, fand ich es persönlich, so in diesem Zeitraum das jetzt so zusammenzufassen. Und ja, das mit Gary Vee, das, also dieser Videoausschnitt, den fand ich gerade auch echt sehr, sehr heavy. Dieses, nachdem Tarek Sami und ich da letzte Nacht schon mal reingeschaut haben. Tarek, bitte fangen Sie das Schmunzeln an. Okay, optimal, dann mache ich auch gleich mal die Aufzeichnung.